Die Guerilla versteckt sich irgendwo zwischen den 3000er Gipfeln des Kandil-Gebirges im Nordirak, nahe der türkischen Grenze. Zurzeit herrscht Waffenstillstand. Die Kämpfer der PKK ziehen sich in ihr Hauptquartier zurück. Immer wieder hatte die türkische Armee diese Täler bombardiert, um die sogenannten Terroristen zu vernichten. Doch die kurdischen Guerilleros haben in jahrzehntelangem Kampf gelernt, wie man in der unzulänglichen Bergwelt überlebt und sich verteidigt. Ferhat, unser Fahrer, wurde von der PKK geschickt. Er soll uns an einen geheimen Ort bringen. Bis vor kurzem war auch er aktiver Kämpfer, bis er verletzt wurde. Hier wurden Napalmbomben eingesetzt. Das ist eine große Gefahr für unser Gebiet. Das Schlimmste ist, dass nicht nur die Natur zerstört wurde, auch viele Menschen wurden verletzt und sind gestorben. Ich selbst wurde von einer Napalmbombe getroffen. Ich habe große Wunden am ganzen Körper und einen Fuß verloren. Das Bildnis Öcalans, des inhaftierten Führers der Untergrundarmee, markiert die von der PKK kontrollierte Zone in den Kandilbergen. Am Straßenrand die Ruinen der letzten Bombenangriffe durch die türkische Armee. Wir müssen unsere Handys ausschalten und abgeben. Das türkische Militär soll uns nicht orten können. Na, Kamera nicht. Jetzt. Der Ort unseres Treffens soll geheim bleiben. Man will sichergehen, dass das Bergversteck des Oberkommandierenden der PKK von der Türkei nicht lokalisiert wird. Der Waffenstillstand, der mit dem Rückzug der Kämpfer begann, ist noch immer sehr fragil. Das Misstrauen gegenüber der Türkei ist sehr groß. Zu oft wurden frühere Waffenstillstandsvereinbarungen immer wieder gebrochen. Plötzlich tritt Cemil Bayık aus dem Unterholz. Neben dem inhaftierten Führer Öcalan ist er die Nummer 2 der Organisation und Co-Vorsitzender der PKK. Wir sind das erste ausländische Team, das er in diesen entscheidenden Wochen empfängt. Die PKK ist verhandlungsbereit. Ihre Ziele formulieren sie jedoch vorsichtiger als früher. Wir wollen keinen eigenen Staat und keine neuen Grenzen. Wir möchten in der Türkei frei leben können. Mit unserer Identität, mit unserer Sprache, mit unserer Kultur und freier Meinungsäußerung. Wir wollen uns selbst verwalten. Wir wollen eine legitime demokratische Autonomie, ohne Einmischung des türkischen Staates, aber ohne das Land zu teilen. Wir werden ins benachbarte Metila-Gebirge gebracht, um eine Kompanie junger PKK-Kämpfer zu treffen, die vor einer Woche aus der Türkei angekommen ist. Versteckt unter den Bäumen lagern 50 junge kurdische Kämpfer. Dreißig Jahre schon dauert dieser Krieg. 40.000 Menschen sind in dem Konflikt umgekommen. Nicht nur türkische Soldaten und kurdische Guerillakämpfer fielen im Kampf. Geheime Armeeverbände der Türkei liquidierten hunderte kurdische Politiker und Intellektuelle. Der junge Kommandant Xelil Bingöl leitete den mehrwöchigen Rückzug seiner PKK-Kompanie. Sie haben sich nur nachts vorwärts bewegt, um nicht entdeckt zu werden. Wir sind immer abseits der bekannten Wege marschiert. Sonst hätten wir riskiert, auf unseren Feind zu treffen. Man kann nicht behaupten, dass alles glatt gegangen ist. Ständig flogen Flugzeuge mit Wärmebildkameras über unser Lager. Wenn die Flugzeuge nachts kamen, spannten wir unsere Tarnschirme auf, damit wir nicht entdeckt werden. Sie brechen zu einem Übungsmarsch auf, um in Form zu bleiben.
Denn ob der Friedensprozess vorankommt, ist bisher völlig ungewiss. Ein paar Kilometer weiter im Schutz des Unterholzes lagert eine Frauenkompanie der PKK. Auch sie sind wochenlang nachts marschiert. Die marxistische PKK-Ideologie verlangt die Gleichberechtigung der Geschlechter. Nicht nur im Kampf, auch im Alltag. Xeli Bingöl brachte uns zu ihrem Versteck. Was wie ein Tanz aussieht, ist ein kurdisches Gebetsritual. Weil Waffenstillstand herrscht, haben sie Zeit dafür. Trotzdem hat die Wachsamkeit nicht nachgelassen. Die meisten hier sind skeptisch, ob die Türkei ihren friedlichen Rückzug honoriert. Sie müssen anfangen, die Gesetze zu ändern und den Demokratieprozess vorantreiben. Die Haftbedingungen von Herrn Öcalan müssen gelockert und seine medizinische Versorgung verbessert werden. In den Gefängnissen sind viele demokratische Politiker unter grausamen Bedingungen inhaftiert. Sie werden dort als Geiseln gehalten. Der erste Schritt, den der türkische Staat jetzt unternehmen muss, ist die Freilassung der schwerkranken Gefangenen. Aber bisher hat der türkische Staat keinerlei Schritte unternommen. Wenn der Friedensprozess nicht vorankommt, werden alle darunter leiden. Das ist nicht gut und für alle gefährlich. Ein paar Fahrstunden von der Bergfestung der PKK entfernt liegt das Flüchtlingsdorf Mahmur. Zehntausende Menschen flohen in den 90ern aus dem Südosten der Türkei in den Nordirak. In einem groß angelegten Feldzug zerstörte die türkische Armee damals viele kurdische Dörfer. Allein in Mahmur leben 12.000 Kurden aus der Türkei. Die meisten sind Kinder. Im Gemeindesaal erinnern Fotos an die etwa 500 gefallenen Söhne und Töchter des Dorfes, die sich der PKK angeschlossen hatten und ihr Leben verloren. Jede Familie von Mahmur ist betroffen. Für die Menschen hier ist die Trauer über die Opfer zugleich ein Versprechen. Der Kampf für die Freiheit wird weitergehen. Die deutsch-kurdische Ärztin Nujin Friedmann kam vor 15 Jahren nach Mahmur, um die Versorgung der Flüchtlinge zu verbessern. Ich kenne Ozan Serhat. Er ist ein kurdischer Sänger, der ist gefallen. Ich habe in Deutschland mit ihm zusammengelebt. Wir haben uns kennengelernt. Auch andere andere Menschen kenne ich auch. Es sind nicht nur Guerillas, auch die Arbeiter, die für die kurdische Sachen gearbeitet haben, die gefallen sind in verschiedenen Zeiten oder die gestorben sind. Manche, die, obwohl die nicht Guerilla waren, sind sie ermordet worden. Auch Familie Gundi Kramo hat zwei Söhne in diesem Krieg verloren. Danach hat sich die älteste von Xoches Töchtern der PKK angeschlossen. 5 Jahre haben sie nichts von ihr gehört. Vor 15 Jahren kamen sie in Mahmur an. Es gab nichts damals, kein Dach über dem Kopf, kaum etwas zu essen. Jahrelang haben sie sich nur von Reis und Brot ernährt. Sie mussten ihr Heimatdorf in der Türkei verlassen, weil die Situation dort eskalierte. Die Soldaten kamen immer wieder in unser Dorf, um uns festzunehmen. Sie haben angedroht, unser Dorf abzubrennen. Wir mussten ihren Befehlen Folge leisten und das Dorf verlassen. Unser Führer Abdullah Öcalan hat jetzt einen Friedensprozess begonnen. Der türkische Staat versucht, diesen Prozess jedoch zu verzögern und durch verschiedene Manöver zu bremsen. Unsere Hoffnung ruht auf unserem Führer und unseren Guerillakämpfern, denn die türkische Regierung will uns betrügen.
Unser Land ist dort, unser Haus und unsere Heimat. Wenn unser Führer freigelassen wird und unsere Guerillakämpfer zurückgehen können, werden wir ihnen in unser Land folgen. Die Ruinen zeugen noch heute von der brutalen Vertreibungspolitik der Türkei. Die Armee zerstörte etwa 4000 kurdische Dörfer im Südosten der Türkei, um den Rückhalt der PKK in den ländlichen Regionen zu schwächen. Ganze Landstriche sind bis heute entvölkert. 2,5 Millionen Kurden flohen in die türkischen Städte, nach Europa und in den Irak. Erbil ist heute die Hauptstadt der autonomen kurdischen Region im Nordirak. Nach dem Zweiten Irakkrieg und dem Tod Saddam Husseins bekamen die Kurden im Norden des Landes ihre eigene politische Verwaltung. Dafür sind sie den Amerikanern bis heute dankbar. Wirtschaftlich geht es stetig bergauf. Reiche Ölfunde füllen die Kassen der Autonomieregierung. Auch der Warenverkehr mit dem Nachbarn Türkei im Norden beschert dem kurdischen Teil des Iraks ein stetiges Wirtschaftswachstum und im Gegensatz zum Rest des Landes auch Stabilität. Inzwischen hat sich das Handelsvolumen mit der Türkei vervierfacht. Mehr als 8 Milliarden Euro betrug es im vorigen Jahr. Unsere Handelsbeziehungen sind Faktoren, die wir durchaus für Frieden einsetzen. Und in der Zukunft werden auch mit allen Mitteln diesen Friedensprozess unterstützen, um zu einem positiven Ergebnis zu bringen, Krieg oder Angriff gegen unsere Kurden in der Türkei. Also das ist ein Störfaktor und dieser Störfaktor gehört weg. Kurz vor der Grenze zur Türkei passieren wir das Flüchtlingslager Domis. Hierher strömen die neuesten Opfer von Krieg und Vertreibung. Seit dem Ausbruch der Kämpfe im Nachbarland Syrien flohen 70.000 syrische Kurden in diese provisorische Zeltstadt im Nordirak. Die islamistischen Kampftruppen von Al-Nusra und Al-Qaida versuchen im kurdischen Norden von Syrien die Oberhand zu gewinnen. Täglich kommen neue Flüchtlinge an, die in provisorischen Zelten untergebracht werden. Keiner weiß, wie lange sie diese Situation noch ertragen müssen. Viele haben ihre Angehörigen im Krieg verloren. Fatma Mamadi kam mit ihren Kindern vor einem Jahr. Es ist kein Zustand. Die Kinder spielen im Schlamm. Wenn der Winter kommt, ist es kalt und windig und überall Schmutz. Das ist kein Leben mehr. Es gibt keine ausreichende medizinische Versorgung. Wir müssen lange in der Schlange warten. Es gibt zwar einen Arzt, aber eine gute Versorgung gibt es nicht. Oft sind die Kinder tagelang krank. Dort in Syrien herrscht Krieg. Es wird geklaut, geraubt, gekämpft, getötet. Es gibt nicht nur Kampf, sondern auch Hunger. Es gab keinerlei Möglichkeit mehr, dort zu leben. Sie hat den Goldschmuck der Familie verkauft, um das Haus hier zu finanzieren. Mit dem Rest hat Fatma eine kleine Schneiderei eröffnet, um zu überleben. Bis vor kurzem waren sie und die Kinder auf sich alleine gestellt. Ihr Mann schaffte die gefährliche Flucht aus Syrien erst vor einer Woche. Die Lage ist miserabel. Die islamistische Organisation Al-Nusra greift die Kurden an und raubt die Häuser aus. Die Menschen fliehen. Es gibt Krieg und Kampf. Sie haben überall Selbstmordattentate verübt. Sie haben Bomben explodieren lassen und sich selbst in die Luft gesprengt. Überall herrscht Angst. Im Lager Domis sind die Menschen zwar in Sicherheit, doch es mangelt an allem. Es gibt zu wenige Zelte für die Neuankömmlinge, kaum Wasser und zu wenig internationale Unterstützung. Und die Türkei unterstützt die Gegner der Kurden in Syrien mit Waffen. Die türkische Regierung will keine Demokratie in Syrien. Denn wenn Syrien eine Demokratie bekommen würde, hätten die Kurden dort auch einen autonomen Status. Deshalb unterstützt die Türkei islamistische Gruppen wie Al-Qaida
um zu verhindern, dass die Kurden dort einen Autonomiestatus bekommen. Wir sind in Jabakir im Südosten der Türkei. Die Metropole am Tigris gilt als die Hauptstadt der Kurden in der Türkei. Hunderttausende flohen nach den Dorfzerstörungen durch die türkische Armee in die Stadt. Innerhalb weniger Jahre wuchs die Bevölkerung von 300.000 auf weit über 1 Million. Während andere Städte der Türkei boomen, ist Jabakir bis heute benachteiligt. Kurdisch ist als Sprache inzwischen zwar erlaubt, als Unterrichtssprache an den staatlichen Schulen aber verboten. Abdullah Demirbash, Bürgermeister des Innenstadtviertels Sur, kämpft seit Jahren für die kulturelle Selbstbestimmung der Kurden. Er ist Mitglied der pro-kurdischen Partei BDP, dem demokratischen Arm der Kurden im türkischen Parlament. Wir sind beunruhigt, was den türkischen Staat betrifft. Als der Friedensprozess begann, hat die Guerilla den ersten Schritt getan und sich vom türkischen Staatsgebiet zurückgezogen. Im Gegenzug hat die türkische Regierung nichts unternommen. Das ist eine gefährliche Situation. Der Staat macht keinerlei Anstrengungen. Das türkische Volk soll wissen, die Kurden wollen den Frieden. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kurden und die Türken in Frieden miteinander leben können. Wegen seines Engagements für die Kurden wurde Abdullah Demirbash, wie viele andere kurdische Politiker und Intellektuelle, angeklagt und eingesperrt. Nur weil er schwer krank war, wurde er nach 6 Monaten entlassen. 40 weitere Verfahren gegen ihn sind noch anhängig. Ich wurde im Rahmen des Prozesses gegen die kurdische Partei KCK eingesperrt. Da ich ein kurdischer Politiker bin, wurde ich vom türkischen Staat als Terrorist angeklagt. Dabei verlange ich nur, dass die Menschenrechte eingehalten und unsere Kultur anerkannt wird. Auch die kurdische Sprache soll meinem Volk zuerkannt werden. Ich bin kein Terrorist. Ich bin ein Liberaler. Tausende Kurden haben im Gefängnis von Jabakir traumatische Erfahrungen gemacht. Bis heute ist dieser Kerker ein Symbol der Unterdrückung und Zwangsassimilierung, für immer gleichbedeutend mit schrecklichen Foltermethoden, denen Kurden unterworfen wurden. Das Schicksal vieler Gefangener ist bis heute ungeklärt. Auch Familie Pervane ist Opfer des Krieges. Vater Sufan war insgesamt 13 Jahre eingesperrt. Ihm wurde die Unterstützung der PKK vorgeworfen. Erst vor einer Woche kam er aus dem Gefängnis. "22 Tage lang wurde ich gefoltert. Wir waren ohne Kleidung, splitternackt, nass und im Schnee, die ganze Zeit angekettet. Sie nannten das eine sportliche Betätigung. Das Gefängnis war ein furchtbarer Kerker. Immer wieder schlugen uns die Wärter, die Soldaten und die Paramilitärs mit ihren langen Knüppeln. Auch heute noch macht die Polizei bei uns zu Hause ständig Razzien, wie und wann es ihnen passt. Und das geht so weiter." Nach den Jahren der Folter ist Zufan nicht mehr arbeitsfähig. Einer seiner Söhne sitzt wegen Unterstützung der PKK noch immer im Gefängnis. Nur die älteste Tochter hat Arbeit und ernährt die Familie. Eine weitere Tochter ging vor 6 Jahren als Guerillakämpferin in die Berge. Jahrelang haben sie nichts von ihr gehört. "Das, was hier geschieht, ist erbarmungslose Unterdrückung. Die Europäer kennen das auch. Hitler hat Millionen in die Gaskammern geschickt. Hier hat man die Menschen bei lebendigem Leibe in Säurebrunnen geschmissen. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Taten. Wir wollen wie alle Menschen auf der Welt Freiheit und Frieden und eigenständig unsere Identität, Kultur und Sprache leben."
Das kurdische Kulturzentrum in der Altstadt von Jabakir existiert seit mehr als 20 Jahren. Sechsmal wurde es geschlossen, weil der türkische Staat die Verbreitung der kurdischen Kultur mit aller Macht verhindern wollte. Die Macher gründeten jedes Mal einen neuen Verein mit einem neuen Namen und machten die Türen wieder auf. Vor wenigen Monaten kam der Musiker Roni Eres aus Deutschland an, um das Team im Kulturzentrum zu verstärken. Wie zahlreiche andere floh auch seine Familie in den 90ern aus dem kurdischen Teil der Türkei nach Deutschland. Ich wollte immer wieder zurück. Ich habe hier viel zurückgelassen. Meine Freunde, meine Verwandte, auch meine Geliebte. Einer von meinen besten Freunden, von klein an, also in Kindheit sind wir zusammengewachsen, der ist dann 1999 zum PKK gegangen und 2005 ist er ums Leben gekommen. Ich habe mich schuldig gefühlt. Der hat für sein Volk, hat er sein Leben geopfert, aber ich habe kaum noch was getan. Ich habe gar nichts gemacht für mein Volk. Wahrscheinlich mit den Kleinigkeiten, vielleicht kann ich mit meiner Musik oder was ich halt meinem Volk geben kann, etwas beitragen. Deswegen bin ich nach Diyarbakır gekommen. Diese Trauer, die Tote, alles, was die Kurden für ihre Freiheit geopfert haben, die träumen immer noch von dem unabhängigen Kurdistan. Aber momentan, was die politische Lage uns erlaubt, ist eine Autonomie gerecht eigentlich. Was danach passiert, was unsere Nachfolger wollen oder unsere Generation, das ist schon ein bisschen noch schattig. Nach einem langen Arbeitstag ist Bürgermeister Abdullah Demirbaş zu Hause angekommen. Auch seine Familie ist vom Krieg betroffen. Seine Frau und er machen sich große Sorgen, weil sich ihr Sohn der PKK anschloss. Er ist jetzt 20 Jahre alt. Er war 16, als er in die Berge ging. Seitdem habe ich keine Nachricht von ihm, keinen Kontakt. Damals gab es so viel Unterdrückung, gab es so viel Repressalien gegen uns Politiker, gegen mich. Obwohl wir nur legale politische Arbeit geleistet haben, da hat er gesagt, Politik ist keine Antwort. Die Politik dieses Landes versteht nur den bewaffneten Kampf und hat uns verlassen. Der zweite Sohn wird demnächst zur türkischen Armee eingezogen. Der Riss, der die Gesellschaft spaltet, geht nun mitten durch die Familie. Für uns ist es natürlich eine ganz krasse, quälende Idee, dass sich die beiden Brüder eines Tages in den Bergen gegenüberstehen könnten. Alleine daran zu denken, dass die beiden in dieser absurden Situation sogar aufeinander schießen müssten, macht uns sehr zu schaffen. Das ist für uns der reinste Albtraum. Damit so etwas in Zukunft nie passieren wird, haben wir den Friedensprozess initiiert. Wir wollen diesen Frieden. Wir wollen natürlich Frieden, damit unsere Söhne nach Hause kommen. Auch die Söhne der Türken,
So wie ich darunter leide, dass mein Sohn bei der Guerilla sterben könnte, leiden die Mütter der Soldaten ebenso. In einem Park haben Rouni und seine Musikerfreunde einen Auftritt, der von der pro-kurdischen Partei BDP organisiert wurde. Plötzlich werden sie von der türkischen Geheimpolizei beobachtet und gefilmt. Es gibt Drohungen. Das Konzert wird verboten. Das Problem ist, hier sind die politischen Lieder immer noch verboten. Die sagen, okay, es gibt jetzt Friedensphase, Waffenstillstand, kurdische Sprache ist erlaubt, kurdische Musik ist erlaubt, aber nur, Anführungsstrichen, das, was die Regierung erlaubt, ist okay. Alles andere, was etwas politische Inhalte hat, ist verboten. Sie nehmen es mit Humor. Diese Art von Zensur kommt immer wieder vor. Wenn die türkische Regierung im September nicht handelt, stoppt die Führung der PKK den Abzug ihrer Kämpfer. Wieder einmal könnte die Chance zum Frieden leichtfertig verspielt werden. Inzwischen hat sich das Handelsvolumen mit der Türkei vervierfacht. Mehr als 8 Milliarden Euro betrug es im vorigen Jahr. Unsere Handelsbeziehungen sind Faktoren, die wir durchaus für Frieden einsetzen. Und in der Zukunft werden wir auch mit allen Mitteln diesen Friedensprozess unterstützen, um zu einem positiven Ergebnis zu bringen, Krieg oder Angriff gegen unsere Kurden in der Türkei. Also das ist ein Störfaktor und dieser Störfaktor gehört weg. Kurz vor der Grenze zur Türkei passieren wir das Flüchtlingslager Domis. Hierher strömen die neuesten Opfer von Krieg und Vertreibung. Seit dem Ausbruch der Kämpfe im Nachbarland Syrien flohen 70.000 syrische Kurden in diese provisorische Zeltstadt im Nordirak. Die islamistischen Kampftruppen von Al-Nusra und Al-Qaida versuchen im kurdischen Norden von Syrien die Oberhand zu gewinnen. Täglich kommen neue Flüchtlinge an, die in provisorischen Zelten untergebracht werden. Keiner weiß, wie lange sie diese Situation noch ertragen müssen. Viele haben ihre Angehörigen im Krieg verloren. Fatma Mamadi kam mit ihren Kindern vor einem Jahr. Es ist kein Zustand. Die Kinder spielen im Schlamm. Wenn der Winter kommt, ist es kalt und windig und überall Schmutz. Das ist kein Leben mehr. Es gibt keine ausreichende medizinische Versorgung. Wir müssen lange in der Schlange warten. Es gibt zwar einen Arzt, aber eine gute Versorgung gibt es nicht. Oft sind die Kinder tagelang krank. Dort in Syrien herrscht Krieg. Es wird geklaut, geraubt, gekämpft, getötet. Es gibt nicht nur Kampf, sondern auch Hunger. Es gab keinerlei Möglichkeit mehr, dort zu leben. Sie hat den Goldschmuck der Familie verkauft, um das Haus hier zu finanzieren. Mit dem Rest hat Fatma eine kleine Schneiderei eröffnet, um zu überleben. Bis vor kurzem waren sie und die Kinder auf sich alleine gestellt. Ihr Mann schaffte die gefährliche Flucht aus Syrien erst vor einer Woche. Die Lage ist miserabel. Die islamistische Organisation Al-Nusra greift die Kurden an und raubt die Häuser aus. Die Menschen fliehen. Es gibt Krieg und Kampf. Sie haben überall Selbstmordattentate verübt. Sie haben Bomben explodieren lassen und sich selbst in die Luft gesprengt. Überall herrscht Angst. Im Lager Domis sind die Menschen zwar in Sicherheit, doch es mangelt an allem. Es gibt zu wenige Zelte für die Neuankömmlinge, kaum Wasser und zu wenig internationale Unterstützung. Und die Türkei unterstützt die Gegner der Kurden in Syrien mit Waffen. Die türkische Regierung will keine Demokratie in Syrien.
Denn wenn Syrien eine Demokratie bekommen würde, hätten die Kurden dort auch einen autonomen Status. Deshalb unterstützt die Türkei islamistische Gruppen wie Al-Qaida, um zu verhindern, dass die Kurden dort einen Autonomiestatus bekommen. Wir sind in Jabakir im Südosten der Türkei. Die Metropole am Tigris gilt als die Hauptstadt der Kurden in der Türkei. Hunderttausende flohen nach den Dorfzerstörungen durch die türkische Armee in die Stadt. Innerhalb weniger Jahre wuchs die Bevölkerung von 300.000 auf weit über 1 Million. Während andere Städte der Türkei boomen, ist Jabakir bis heute benachteiligt. Kurdisch ist als Sprache inzwischen zwar erlaubt, als Unterrichtssprache an den staatlichen Schulen aber verboten. Abdullah Demirbaş, Bürgermeister des Innenstadtviertels Sur, kämpft seit Jahren für die kulturelle Selbstbestimmung der Kurden. Er ist Mitglied der pro-kurdischen Partei BDP, dem demokratischen Arm der Kurden im türkischen Parlament. Wir sind beunruhigt, was den türkischen Staat betrifft. Als der Friedensprozess begann, hat die Guerilla den ersten Schritt getan und sich vom türkischen Staatsgebiet zurückgezogen. Im Gegenzug hat die türkische Regierung nichts unternommen. Das ist eine gefährliche Situation. Der Staat macht keinerlei Anstrengungen. Das türkische Volk soll wissen, die Kurden wollen den Frieden. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kurden und die Türken in Frieden miteinander leben können. Wegen seines Engagements für die Kurden wurde Abdullah Demirbaş, wie viele andere kurdische Politiker und Intellektuelle, angeklagt und eingesperrt. Nur weil er schwer krank war, wurde er nach 6 Monaten entlassen. 40 weitere Verfahren gegen ihn sind noch anhängig. Ich wurde im Rahmen des Prozesses gegen die kurdische Partei KCK eingesperrt. Da ich ein kurdischer Politiker bin, wurde ich vom türkischen Staat als Terrorist angeklagt. Dabei verlange ich nur, dass die Menschenrechte eingehalten und unsere Kultur anerkannt wird. Auch die kurdische Sprache soll meinem Volk zuerkannt werden. Ich bin kein Terrorist. Ich bin ein Liberaler. Tausende Kurden haben im Gefängnis von Jabakir traumatische Erfahrungen gemacht. Bis heute ist dieser Kerker ein Symbol der Unterdrückung und Zwangsassimilierung, für immer gleichbedeutend mit schrecklichen Foltermethoden, denen Kurden unterworfen wurden. Das Schicksal vieler Gefangener ist bis heute ungeklärt. Auch Familie Pervane ist Opfer des Krieges. Vater Sufan war insgesamt 13 Jahre eingesperrt. Ihm wurde die Unterstützung der PKK vorgeworfen. Erst vor einer Woche kam er aus dem Gefängnis. "22 Tage lang wurde ich gefoltert. Wir waren ohne Kleidung, splitternackt, nass und im Schnee, die ganze Zeit angekettet. Sie nannten das eine sportliche Betätigung. Das Gefängnis war ein furchtbarer Kerker. Immer wieder schlugen uns die Wärter, die Soldaten und die Paramilitärs mit ihren langen Knüppeln. Auch heute noch macht die Polizei bei uns zu Hause ständig Razzien, wie und wann es ihnen passt. Und das geht so weiter." Nach den Jahren der Folter ist Zufan nicht mehr arbeitsfähig. Einer seiner Söhne sitzt wegen Unterstützung der PKK noch immer im Gefängnis. Nur die älteste Tochter hat Arbeit und ernährt die Familie. Eine weitere Tochter ging vor 6 Jahren als Guerillakämpferin in die Berge. Jahrelang haben sie nichts von ihr gehört. "Das, was hier geschieht, ist erbarmungslose Unterdrückung. Die Europäer kennen das auch. Hitler hat Millionen in die Gaskammern geschickt. Hier hat man die Menschen bei lebendigem Leibe in Säurebrunnen geschmissen. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Taten."
Wir wollen wie alle Menschen auf der Welt Freiheit und Frieden und eigenständig unsere Identität, Kultur und Sprache leben. Das kurdische Kulturzentrum in der Altstadt von Jabakir existiert seit mehr als 20 Jahren. Sechsmal wurde es geschlossen, weil der türkische Staat die Verbreitung der kurdischen Kultur mit aller Macht verhindern wollte. Die Macher gründeten jedes Mal einen neuen Verein mit einem neuen Namen und machten die Türen wieder auf. Vor wenigen Monaten kam der Musiker Roni Eres aus Deutschland an, um das Team im Kulturzentrum zu verstärken. Wie zahlreiche andere floh auch seine Familie in den 90ern aus dem kurdischen Teil der Türkei nach Deutschland. Ich wollte immer wieder zurück. Ich habe hier viel zurückgelassen. Meine Freunde, meine Verwandte, auch meine Geliebte. Einer von meinen besten Freunden. Von klein an, also in Kindheit sind wir zusammengewachsen. Der ist dann 1999 zum PKK gegangen und 2005 ist er ums Leben gekommen. Ich habe mich schuldig gefühlt. Der hat für sein Volk, hat er sein Leben geopfert, aber ich habe kaum noch was getan. Ich habe gar nichts gemacht für mein Volk. Wahrscheinlich mit den Kleinigkeiten, vielleicht kann ich mit meiner Musik oder was ich halt meinem Volk geben kann, etwas beitragen. Deswegen bin ich nach Diyarbakır gekommen. Diese Trauer, die Tote, alles, was die Kurden für ihre Freiheit geopfert haben. Die träumen immer noch von dem unabhängigen Kurdistan. Aber momentan, was die politische Lage uns erlaubt, ist eine Autonomie gerecht eigentlich. Was danach passiert, was unsere Nachfolger wollen oder unsere Generation, das ist schon ein bisschen noch schattig. Nach einem langen Arbeitstag ist Bürgermeister Abdullah Demirbaş zu Hause angekommen. Auch seine Familie ist vom Krieg betroffen. Seine Frau und er machen sich große Sorgen, weil sich ihr Sohn der PKK anschloss. Er ist jetzt 20 Jahre alt. Er war 16, als er in die Berge ging. Seitdem habe ich keine Nachricht von ihm. Keinen Kontakt. Damals gab es so viel Unterdrückung, gab es so viel Repressalien gegen uns Politiker, gegen mich. Obwohl wir nur legale politische Arbeit geleistet haben, da hat er gesagt, Politik ist keine Antwort. Die Politik dieses Landes versteht nur den bewaffneten Kampf und hat uns verlassen. Der zweite Sohn wird demnächst zur türkischen Armee eingezogen. Der Riss, der die Gesellschaft spaltet, geht nun mitten durch die Familie. Für uns ist das natürlich eine ganz krasse, quälende Idee, dass sich die beiden Brüder eines Tages in den Bergen gegenüberstehen könnten. Alleine daran zu denken, dass die beiden in dieser absurden Situation sogar aufeinander schießen müssten, macht uns sehr zu schaffen. Das ist für uns der reinste Albtraum. Damit so etwas in Zukunft nie passieren wird, haben wir den Friedensprozess initiiert. Wir wollen diesen Frieden.
Wir wollen natürlich Frieden, damit unsere Söhne nach Hause kommen. Auch die Söhne der Türken. So wie ich darunter leide, dass mein Sohn bei der Guerilla sterben könnte, leiden die Mütter der Soldaten ebenso. In einem Park haben Rooney und seine Musikerfreunde einen Auftritt, der von der pro-kurdischen Partei BDP organisiert wurde. Plötzlich werden sie von der türkischen Geheimpolizei beobachtet und gefilmt. Es gibt Drohungen. Das Konzert wird verboten. Das Problem ist, hier sind die politischen Lieder immer noch verboten. Die sagen, okay, es gibt jetzt Friedensphase, Waffenstillstand, kurdische Sprache ist erlaubt, kurdische Musik ist erlaubt, aber nur, Anführungsstrichen, das, was die Regierung erlaubt, ist okay. Alles andere, was etwas politische Inhalte hat, ist verboten. Sie nehmen es mit Humor. Diese Art von Zensur kommt immer wieder vor. Wenn die türkische Regierung im September nicht handelt, stoppt die Führung der PKK den Abzug ihrer Kämpfer. Wieder einmal könnte die Chance zum Frieden leichtfertig verspielt werden.